Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Alter, hab ich jetzt lange keine PE mehr aufgenommen. Long ago. Ich habe ehrlich gesagt auch sehr lange keine Minecraft PE mehr gespielt. Und ja, wir sind noch schön in unserer Bude und ich sollte mal sehen, dass ich hier alles auf volle Pulle drehe, aber ich mach dann auch mal den Flugmodus rein. Ja, damit hier keine Nachrichten kommen. Ich kann ja jetzt endlich vernünftig aufnehmen. Ich werde euch später noch erklären, wie ich das mache. So, Sticks haben wir in der Hand. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir spielen jetzt in der 081 übrigens. Und hier ist ja sehr viel neu. Ich gucke mal kurz in den Optionen nach, ob hier schon irgendwas sichtbar ist. Destroy Block Rebraid. Ach, dann vibriert das also, wenn man jetzt Blöcke zerstört. Das ist neu. Und man kann jetzt die View Distance besser einstellen. Aber ich lasse es natürlich auf Volldampf. Und sonst ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? Würde ich mal so sagen. Und ja. Gut. Difficulty ist natürlich auch an. Und wir werden. Was werden wir denn mal machen? Wir müssten jetzt eigentlich. Ich erkläre euch gleich auch noch, wieso ich jetzt so lange nichts aufgenommen habe. Ach ja, genau, Minecarts gibt's ja. Ich muss unbedingt gucken. Wir müssen ja eigentlich Eisen hier irgendwo drin haben. Ein Eisen, das ist ja, na, wenigstens schon mal etwas. Und hier drinnen haben wir kein Eisen. Dann gucke ich nochmal unten in den Kisten nach. Wir brauchen nämlich Eisen. Denn ich möchte Minecarts craften und ich möchte in dieser Folge schon anfangen, erstmal so eine Mini-Strecke zu bauen. Von unserem Haus da hinten bis hierhin. Das ist ein bisschen laut. Also, irgendwie ist der Ton total laut. Ja, also ich wette natürlich für euch im Let's Play dann richtig anpassen, würde ich mal so sagen. Da ist auch nichts drin im Ohr. Haben wir keine Kiste? Ich dachte, wir haben ja eine Kiste. Deswegen habe ich auch gedacht, guckst du mal nach, ob hier Eisen ist. Ach, wir haben doch ein Lager gebaut, ne? Und so. Dann gucke ich da jetzt mal eben nach. Hier müsste doch eigentlich. Hallo, rein. Was haben wir hier drin? Steine, Cobblestones, Steine, Holz, Kies, Leuchtstein. Stone Slabs, Rohholz, Sandstein und Sand. Na super. Kein Eisen. Ist jetzt ja ein bisschen blöd. Also wirklich jetzt ein bisschen blöd. Weißt du was, dann gehen wir jetzt zu unserem Haus da hinten. Oder wo steht denn die Sonne? Geht die denn schon unter oder noch nicht? Wir können eigentlich auch mal erstmal unser Feld wieder abernten, kommen wir. Wir waren jetzt so lange nicht in dieser Let's Play-Welt, zumindest ich nicht. Da muss ich jetzt wieder hingehen, Alter. Ich kenne die ganze Map schon nicht mehr. Jetzt ohne Witz, ich kenne die ganze Map nicht mehr, ey. Das ist ja, Alter, ey. Und da hinten, jetzt sieht man auch viel mehr. Also mit der 080, da ist bestimmt ja nur 081, haben die aber so einiges besser hinbekommen. Es ruckelt nicht mehr bei mir. Es läuft jetzt wirklich flüssig. Außer hier beim Feld noch so ein bisschen, aber das merkt man wahrscheinlich zum Glück nicht im Let's Play. Und die Sichtweite ist irgendwie viel weiter jetzt. Finde ich schon geil. So, ich ernte jetzt hier erstmal das Feld ab. Mit der Axt. Ich hoffe, das war so richtig. Und dann, was ich auch natürlich mache. Ihr schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ich in der nächsten Folge machen soll. Da werde ich nämlich genau das machen, was ihr in die Kommentare schreibt. Also jetzt so im Let's Play. Bitte keinen Mist schreiben, den mache ich natürlich nicht. Und ja, also sagt mir da bitte mal Bescheid, weil ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich eigentlich mal genau machen könnte. Ich möchte mich ja an eure Wünsche halten. Also schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und ja. Ich nehme jetzt endlich mit meiner Elgato Game Capture HD auf. Mein HDMI-Kabel und mein HDMI-Adapter ist gestern gekommen. Ist zwar ein bisschen kurz, das Kabel, aber es geht eigentlich. Und ja. Jetzt kann ich endlich noch ruckelfreier aufnehmen und endlich kann ich wieder aufnehmen. Denn, wieso ich überhaupt jetzt lange Zeit nicht aufgenommen habe, kann ich euch ja mal erklären. Das lag. Oh, so langsam wird's Nacht, aber dauert ja noch. Das lag ganz einfach daran. Zuckerrohr. Weil, naja, das Problem war. Alter, ist das laut. Das Problem war, dass ich mein Windows auf 8.1 abgedatet habe von Windows 7. Und dann ging der Reflektor-Kram nicht mehr und der Server hat auch nicht ganz so hingehauen, wie er sollte. Ist mal abgeschmiert, da bin ich ja schon halb durchgedreht. Ofen? Bitte was? Der kommt hier mal raus. Hat hier gar nichts zu suchen. Und, Moment. Wo packen wir eigentlich das Zuckerrohr rein? Und ja, dann habe ich nämlich mein. Also, hä? Ich habe gedacht. Ach ja, das ist Zuckerrohr. Stimmt, aber wo packen wir das rein? Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Ich wollte gesagt haben. Hä, wo packen wir das Zuckerrohr? Ach, da kommt das Zuckerrohr. Ich bin so doof. So. Jetzt würde ich mal sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder nach hoch, weil wir gleich erstmal nochmal pennen wollen. Und ja, wieso ich nämlich lange nicht aufgenommen habe. Ich hatte ja dann mit Windows 8. Oh, ich spoil das aber nicht mehr ab. Mit 8.1 ging das alles nicht. Mit Reflektor konnte ich nicht richtig aufnehmen. Und über Air-Server. Naja, das Ding ist immer abgeschmiert. Mittendrin. Und jetzt habe ich wieder Windows 7 und dann ging Reflektor trotzdem nicht, weil ich meinen Lizenzkey nicht mehr habe. Ich habe den zwar abfotografiert, aber das ist so ein langer Key. Und den habe ich schon versucht mit dem Programm irgendwie rauszukriegen aus dem Bild und das hat alles nicht funktioniert. Jetzt habe ich. Ist nämlich mit meiner Eingabe auf und das läuft alles. Also tut mir leid, dass sehr lange keine Videos kamen. Und ein weiterer Grund war auch wirklich, dass ich keine Lust hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es gab Probleme halt mit der Technik, sag ich mal, und ich hatte keine Lust und es ist ja noch gar nicht Nacht, ey. Und. Bin ich doof? Ich wollte doch kein Glas weg. Bin ich doof? So. Und ja, Lust hatte ich halt lange Zeit nicht gehabt zum Aufnehmen. Aber jetzt habe ich ja auch wieder Lust und es geht jetzt auch wieder alles. Bitte entschuldigt mal kurz, wenn ich mal eben nachschaue, wie spät, nicht wie spät, sondern, 74% hat der Alter, nur 74%. Mein Akku ist so derbe im Arsch, ich verstehe das nicht. Naja, was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Genau, ich wollte mir gerade mal angucken. Armor ist hier. Ach, das haben die jetzt anders verlegt. Jetzt gibt's auch den Craft-Tab. Und das sieht jetzt auch anders aus, finde ich. Finde ich wirklich so. Warte mal, kann man sich denn hier irgendwas Neues craften? Was sind denn Birchplanks? Ach, Birkenholz kann man sich jetzt craften. Mensch. Das konnte man vorher, glaube ich, nicht. Ist mir zumindest nicht mehr so ganz bekannt. Oder gar nicht bekannt außer PE. Hier ist gar nichts neu. Carpet soll das. Das soll ein Teppich, glaube ich, sein. Und Kohle. Ach, Kohleblöcke kann man sich jetzt auch craften. Kakaobohnen auch. Ich weiß noch nicht, wo man die hält. Ach so, mit Farbpulver. Das ist ja neu. Geht, glaube ich, auf dem Rechner nicht so. Also auf dem PC. Also ist hier nichts Neues, ne? Man kann sich doch auch TNT. Ach, man muss ja auch an eine Werkbank gehen. Ich feudel. Mach ich gleich. Ich feudel. Aber jetzt erstmal pennen gehen. Würde ich mal so sagen. Natürlich muss man wieder hier rauf. Oh nee. Ach komm, das ist jetzt nicht ernsthaft. Sind hier wirklich Monster in der Nähe? Wo ist mein Schwert? Ach, du willst mich doch verarschen, oder? Ich versuche die Monster mal kurz auszutricksen. Das hat ja schon mal geklappt. Alter, jetzt geht die Schrift hier nicht weg. Schrift, geh weg! Ich versuche die mal irgendwie auszutricksen. Hier sehe ich nichts. Hier ist doch gar nichts. Ah Mensch, der Himmel. Es gibt jetzt Sterne im Himmel. Am Himmel. Das war vorher, glaube ich, auch noch nicht. Das ist jetzt neu. Aber ich sehe hier kein Viech. Und wenn er mir das jetzt immer noch sagt, dann gehe ich jetzt einfach so runter und zum Haus hin. Das ist mir dann auch egal. Wir müssen ja auch wieder gegen Monster kämpfen und so, ne, und so. Ach, jetzt kann man wieder schlafen. Das ist ja echt lol. Also wirklich lol. LOL, 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 LOL ist das. Und ich gehe zum Haus. Und da werde ich mal nachgucken, ob wir da noch Eisen und sowas drin haben. So, Tür auf, Tür wieder zu. Ich möchte unbedingt mit Minecarts anfangen. Schienen müssen wir. Erstmal bevor wir Minecarts craften, crafte ich jetzt erstmal Schienen. Ach, guck dir das mal an. Wen haben wir denn? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er hin? Ich hab dich gesehen. Ich hab doch hier im Creeper gesehen. Ach, da! Mensch, wen haben wir denn da? Alter, das ist ja nicht zu fassen. Alter, Alter, Alter. Das ist ja nicht zu fassen. So, haben wir schon mal Schwarzpulver bekommen und dann gehe ich gleich mal an der Werkbank und guck mal, ob wir TNT craften können. Weil das muss ich in der PE unbedingt auch mal ausprobieren. Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Und ja, ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser als sonst. Das müsste jetzt eigentlich um Welten besser sein, die Quali. Um Welten besser. Und mit dem Texture Pack muss ich auch mal gucken, ob ich mal eins reinhaue. Denn dafür muss ich mein iPhone jailbreaken. Aktuell geht das ja wieder. Mit iOS 7.04. Aber da müsste ich mein iPhone vorher wieder herstellen, weil sonst der Jailbreak nicht geht und so weiter und so fort. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und hier haben wir kein Eisen drin. Hier haben wir auch kein Eisen drin. Ah, das war die Kiste, glaube ich. Nee, das war die Kiste nicht. Hier haben wir auch kein. Alter, willst du mich verarschen? Wieso haben wir denn kein Eisen? Das ist doch nicht dein Ernst, ne? Dann crafte ich jetzt erstmal Spitzhacken und dann werde ich jetzt Eisen suchen gehen. Wir haben ja so eine kleine. Na, wie nennt sich das? So, drei Spitzhacken gecraftet. Wir haben ja. Ach so, geht nicht mehr wie früher. Wir haben ja hier so ein kleines Ding gebaut, wo wir uns so runterge. Moment mal.
bevor ich da wieder runtergehe. Ne, hier ist alles in Ordnung. Hier hängen noch die Schilder. Was machen wir eigentlich hier mit dem Keller? Schreibt das bitte auch mal in die Kommentare, so ein paar Vorschläge. Würde mich freuen, wenn ihr da so ein paar Vorschläge reinschreibt, was wir da eigentlich mal mit machen könnten. Und jetzt, Alter, die Kühe. Wo ist denn... Was soll ich denn hier mal für Viecher? Gibt's doch nicht. Wo ist denn mein Schwert? Nehme ich nur zur Sicherheit mal in die Hand, so. Ja, mit dem Schwert hier runter. Man weiß ja nie, was da unten wieder lauert. Aber ich glaube, Endermans gibt's noch nicht. Glaube ich zumindest. Vielleicht ein bisschen schade sogar, ehrlich gesagt. Das wäre doch auch mal was. Und ich nehme schon 10 Minuten auf und habe noch gar nichts geschafft? Ist das dein Ernst? Sieht ja noch alles ruhig aus hier. Und ich möchte... Ach, dann kann ich auch noch mal hier gucken, ob wir hier vielleicht noch Eisen drin haben. Wäre zumindest mal was. Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Aber Diamanten haben wir hier drin. Davon können wir jetzt aber auch keine Schienen craften. Ich guck mal kurz nach. So. Ist hier noch irgendwas sonst noch so Neues da? Das muss ich mir ja auch mal eben angucken. Ich habe ja so lange jetzt kein Minecraft PE mehr gespielt. Ein Kompass kann man sich jetzt craften. Das finde ich geil. Das finde ich echt geil. Dass man das jetzt machen kann. Flint and Steel kann man jetzt auch craften. Ich glaube, es ging vorher nicht. Minecarts kann man natürlich auch jetzt. Und Powered Rail, die brauchen wir. Also Gold haben wir ja ein bisschen. Aber sollten wir uns auch nochmal holen. Also auch nochmal sammeln. Und normale Rail, also Schienen natürlich auch. Wir brauchen eine ganze Menge Eisen. Und TNT ist ja bekannt, dass wir das mit Sand und Schwarzpulver machen. Ja, aber sonst ist hier eigentlich jetzt auch nichts Interessantes mehr. Ich bin so doof, wieso schleiche ich mich jetzt auf das Bett? Ist doch klar, dass es nicht Nacht ist. Ich werde jetzt erstmal schön fröhlich weiter nach Eisen suchen. Denn Eisen kann nicht schaden und wir brauchen das, weil ich möchte wirklich, mein Plan ist jetzt so eine kleine, erstmal nur so eine kleine U-Bahn zu bauen. Das kann ja später noch größer werden. Und ich glaube, wir können jetzt auch Redstone abbauen. Geht nur halt nicht mit der Steinspitzhacke. Und ja, wie gesagt, also ich möchte, mein Plan ist jetzt erstmal, bevor wir bei dem Unterschlupf weitermachen, dass wir vielleicht mal so eine kleine U-Bahn hinbauen, von unserem Haus zu unserem Unterschlupf da, also in den Berg meine ich jetzt, von unserem Haus zum Berg. Und schreibt mir bitte auch nochmal so, wie gesagt, auch nochmal ein paar Vorschläge in die Kommentare, daran werde ich mich dann natürlich auch halten. Monsterfalle wäre vielleicht auch mal was. Ich habe nämlich jetzt noch keine Ahnung so ganz, was ich hier machen soll, weil ich habe jetzt, es ist bestimmt jetzt schon 3 Monate her, wo ich Minecraft PE zuletzt gespielt habe, gezockt habe, meine ich, sorry. Und hier muss doch irgendwo... Hier muss doch irgendwo mal Eisen kommen. Soll ich mich noch tiefer graben? Guck mal. Das ist doch nicht wahr. Also hier muss doch wirklich irgendwo mal Eisen kommen, oder nicht? Warum sind da immer so Bugs drin? Seht ihr das manchmal bei den Blöcken, dass da so blau oder weiß oder was das auch immer ist, aufleuchtet? Finde ich komisch. Naja. So. Endlich wieder Minecraft PE. Das ist doch geil, oder? Alter, hier suche ich jetzt nicht weiter. Hier ist wahrscheinlich wieder nichts. Aber ich finde es geil, dass wir jetzt Minecraft PE mal wieder zocken. Finde ich echt mal hammergeil wieder. Hab ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Endlich haut alles hin und ich kann endlich vernünftig aufnehmen. Ja, endlich. Zahlt es einmal ein bisschen Geld und schon kannst du vernünftig aufnehmen. Finde ich echt geil. Muss ich dazu ja mal sagen. Ich bin wirklich begeistert von der Elgato. Muss ich dazu mal sagen. Großes Lob an den Hersteller. Elgato, großes Lob. Naja, so. Dann gucke ich hier nochmal. Alter, wir müssen... Wo soll ich denn eigentlich gucken nach Eisen noch? Das ist ja auch immer so... Das ist ja auch nur bei mir so, dass dann entweder Eisen fehlt oder Kohle fehlt und alle anderen schreiben dann immer in die Kommentare. Ich habe aber schon so und so viel Eisen und so viel Kohle gefunden. Hilft mir natürlich jetzt auch nichts weiter, aber naja. Alter, hier ist glaube ich auch nichts. Nö, die Cobblestones nehme ich jetzt nicht mehr mit. Dann baue ich jetzt, gehe ich jetzt in die andere, ich weiß noch, wo ich gucken kann. Gehe ich jetzt nämlich in noch eine andere Richtung. Hier eigentlich nicht, nee, hier nicht lang. Sondern ich habe noch eine andere Idee, wo ich noch gucken könnte nach Eisen. Alter, schon 15 Minuten gleich aufgenommen. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Brandfernsehen. Der war nicht lustig. Glaube ich zumindest. Und ich würde mal sagen, dass ich... Oh, Alter, ich erschrecke mich mal bei diesen Geräuschen immer. Hier ist nämlich Kohle, das ist schon mal gut, aber... Eisen haben wir noch nicht gefunden. Wir brauchen hier wirklich Eisen. Ich möchte wirklich so ein Ding spawnen. So eine kleine Minecart-Bahn mal. In der PE. Das ist doch mal geil. Oder nicht? Geht natürlich... Oder schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich vielleicht mal entweder offscreen Eisen suchen soll oder ob ich das aufnehmen soll, aber dafür ganz schnell verschnellern soll mit Benny Hill Musik oder sowas.
Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Falls jetzt hier nämlich auch wieder kein Eisen kommt. Ist jetzt ja eine richtig langweilige Folge gerade. Schaufel habe ich natürlich auch nicht gecraftet, ich Idiot. Und Fackeln haben wir auch keine. Ich bin so doof. Das gibt's ja überhaupt nicht. Naja. So. Ach ja, und übrigens, ab der nächsten Folge ist auch mal wieder Hintergrundmusik dabei. Ich muss noch passende finden. Ich werde ab der nächsten Mal sehen, dass ich ab der nächsten Folge mal passende Hintergrundmusik habe. Und das wäre gerade super deutsch gewesen. Alter, hier muss doch mal Eisen kommen. Will er mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht sein. Sorry, aber hier muss doch wirklich mal Eisen kommen. Kohle natürlich. Wieso denn kein Eisen? Ach, ich weiß noch, in der allerersten Map, wo ich im Let's Play noch viel schlechter war als jetzt, da war das ja so, da hatten wir überhaupt keine Kohle gefunden, aber Eisen. Und hier finden wir jetzt haufenweise Kohle, aber kein Eisen. Finde ich, naja, nicht so schön. Und ich crafte jetzt erstmal Fackeln, mir reicht's. 12 Fackeln, das muss jetzt ja eigentlich erstmal reichen. Erstmal hier so hinbauen. Wo sind die Ach, jetzt habe ich die Spitzhacke nicht mehr. Ich bin mal gespannt. Das müsste ich eigentlich auch mal testen, ob der Eimerbug noch da ist. Wenn ich weiß, was der Eimerbug ist, wenn. Das war in der 071, glaube ich, so gewesen. Dass man, wenn man mit dem Eimer Wasser aufgenommen hat, dass der Eimer dann im Inventar verschwand. Viele meinten ja, das ist kein Bug, aber ich fand es trotzdem nervig. Und für mich ist es doch ein Bug gewesen. Und ja. Mal sehen und so. Alter, hier muss doch wirklich jetzt mal. Ich mache ja auch nur Zweiergänge, ist ja kein Weg, wenn ist ja kein Wunder, dass hier immer nicht Eisen oder sowas kommt. Und die Spitzhacke ist kaputt, die erste. Ach, ich freue mich. Nicht. Eisen! 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 Eisen, Alter, finde Eisen! Eisen! Also, dass ich das noch erleben darf in dieser Map, Eisen. Natürlich nicht viel, aber etwas ist doch auch schon mal was. So, dann grabe ich mich jetzt noch hier weiter und suche dann mal weiter nach Eisen. Würde ich mal so sagen. So, ich grabe jetzt einfach mal hier ganz weit lang. Achso. Die brauche ich auch nochmal weg, die ganzen Steine. Ich glaube, hier ist auch wieder nichts. So. Die ganzen Steine weg damit. So, weiß nicht, lustig. Ach, das kann ich wieder fackeln. Meine Pool ist, glaube ich, auch noch nicht fertig. Wir müssen unbedingt weitermachen, aber ich möchte so gerne Eisen finden. Ich würde das so gerne jetzt mal mit dem Minecraft ausprobieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir in dieser Folge nichts schaffen. Aber ich möchte wirklich so gerne mal das mit den Minecraft jetzt ausprobieren. Wirklich so gerne. Würde ich jetzt echt gerne machen. Naja. Aber wir werden schon noch genug Eisen finden. Immer Kopf hoch und irgendwann findest du auch was, ne? Also irgendwann findest du auch Eisen und so. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht Eisen offscreen suchen soll oder ob ich das aufnehmen soll, aber dafür ganz schnell verschnellern soll. Benny Hill Musik oder sowas. Schreibt's bitte mal in die Kommentare. Ich habe da echt keine Ahnung. Und wie gesagt, was ich auch so in der nächsten Folge mal machen könnte. Schreibt's bitte wirklich mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich würde das wirklich gerne, bevor wir so weitermachen mit Unterschlupf und sowas, würde ich gerne mal mit Minecarts, würde ich so eine Minecart-Bahn bauen. Aber jetzt ist hier kein Eisen. Ich nehme schon 20 Minuten auf und habe nichts geschafft. Das ist ja richtig peinlich. Ich überlege auch übrigens, ob ich fürs Minecraft... Was ist jetzt hier nur noch Gravel? Ich überlege auch, ob ich fürs Minecraft... Ah, das ist mir zu blöd. Ob ich mir fürs Minecraft.pe... Ich grab mich jetzt hier mal irgendwo rein. Ob ich... Oder hier. Ob ich da vielleicht wirklich mal Zuschauer von euch oder sonstige Gäste einfach mal irgendwie einladen soll. Ich weiß zwar nicht so ganz, wie das jetzt genau geht, dass man da so einen Server eröffnet, wo dann auch andere Leute rein können. Habe ich mir noch nicht so viel mit auseinandergesetzt. Das geht, glaube ich, mit der Multiplayer von Minecraft.pe aber am einfachsten. Ich muss mal gucken... Weil vielleicht mache ich das wirklich mal. Ich hätte wirklich Lust drauf, dass ich dann... Und vielleicht gleichzeitig auch nochmal so im Teamspeak oder Skype oder was weiß ich was. Teamspeak wäre mir am liebsten. Dass ich dann per Teamspeak
denjenigen auch gleich im Gespräch bin, dann kann ich, das wäre doch wirklich mal was. Könnte ich mit denjenigen mal ein bisschen Minecraft P aufnehmen, dann könnten sie mir Tipps geben, weil so langsam komme ich mir ein bisschen blöd vor, dass ich so langsam keine Ideen mehr habe, was ich machen könnte. Also ich habe schon viele Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll. Ich habe zum Beispiel auch eine Idee, dass wir vielleicht mal ein Kino bauen können. Oder was weiß ich, ey. Eine Burg. Keine Ahnung, Flughafen. Irgendwie sowas würde ich schon gerne bauen. Oder einen normalen Hafen, aber ich weiß einfach nicht wie. Ist das Problem dabei? Naja. Also, ich beende jetzt in ein paar Minuten wirklich mal die Aufnahme und dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich Eisen jetzt offscreen suchen soll oder ob ich das verschnellern soll. Weil das dauert ja nun wirklich zu lang. Und Adventure Maps für die Minecraft P, die könnte ich auch mal spielen. Glaube ich mal. Wäre, glaube ich, auch mal was. Und was wollte ich noch sagen? Ja, sorry, dass wir in dieser Folge nichts geschafft haben, wollte ich noch sagen. Ich versuche wirklich ab der nächsten Folge, dass wir dann mal richtig wieder was schaffen. Wenn wir da noch kein Eisen zusammen haben, dann werde ich halt erstmal bei unserem Unterschlupf, im Berg mal nicht weiterbauen. Und das Kistenlager ist ja auch noch nicht fertig. Das muss ja alles auch noch fertig werden. Deswegen schreibt es bitte mal in die Kommentare. Wäre wirklich nett von euch und so und ja. Und in dieser Folge ist auch noch kein Outro dabei. Aber ab der nächsten Folge werde ich dann auch mal ein Outro mit reinhauen, würde ich mal so sagen. Und ja. Alter, es ist hier übrigens auch der ganze Kies. Fällt mir mal gerade so auf. Ach. Und da war es nur noch eine Spitzhacke. Das gibt's doch aber gar nicht. Hier muss doch irgendwo auch nicht an der Decke. Irgendwo muss doch noch Eisen. Das wird mir jetzt echt zu blöd. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, ob ich. Boah, jetzt halt Kohle ab. Mir reicht's. Ob ich das Eisen jetzt offscreen abbauen soll oder nicht offscreen oder ob ich es nicht offscreen abbauen soll, aber dafür verschnellern soll. Also in Zeitraffer abspielen soll für euch. Oder ob ich erstmal das mit der Minecart-Bahn ganz lassen soll und irgendwas anderes machen soll. Ihr dürft entscheiden und mir tut's nochmal leid, dass diese Folge wahrscheinlich die langweiligste Folge ever war, wir gar nichts geschafft haben. Aber muss ja auch mal sein. Und ja, die Qualität sollte jetzt wirklich sehr gut sein. Wir spielen in Voll HD jetzt. Full HD, 1080p natürlich und beste Qualität. Wirklich bessere Qualität kann ich da nicht rausholen. Das ist wirklich die allerbeste Qualität und genauso wie ihr das jetzt seht, so sehe ich das auch auf meinem iPhone in genau der haargleichen Qualität. Würde ich nochmal so gesagt haben. Und ja, so, jetzt baue ich hier die Kohle auch noch ab und dann beende ich erstmal die Aufnahme. Soll ich die wirklich schon beenden? Ich gehe nochmal kurz zur Werkbank hin. Guck mal, ob wir noch was, irgendwas Neues craften können. Damit ich wenigstens in dieser Folge noch irgendein Feature mal wieder austeste. Was neu hinzugekommen ist. In der 080 oder 081. Weil das muss ja auch mal sein. Da war wieder Kohle gewesen. War da Eisen auch? Kohle, hier zumindest. Da könnte sich vielleicht auch noch Eisen hinter verstecken. Wie gesagt, ich warte einfach mal auf eure Antworten. Ja, ich habe euch da ja so ein bisschen was gefragt mit dem Eisen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Wie viel Eisen? Erz? 6. Na, das reicht noch nicht. Das reicht jetzt, glaube ich, für eine Schiene oder sowas. Ach du Scheiße. Wie sollen wir das denn schaffen? Ohne Witz mal. Das finde ich dann doch schon ein bisschen, so langsam doch ein bisschen doof. Ich weiß echt nicht, wie wir das machen wollen. Eine Jack-O-Lantern. Oder wie man das auch mal ausspricht. Was ist denn jetzt hier noch so neu? Also der Kompass ist neu. Crafte ich natürlich jetzt nicht. Die Minecarts und die Schienen sind natürlich auch alle neu. TNT ist neu hinzugekommen. Eben aber ein Sand fehlt uns und nicht genug Schwarzpulver. Aber ich glaube, das würde ich schon gerne mal ausprobieren, jetzt so TNT. Wie viel braucht man nochmal für ein Feuerzeug? Ach, das könnte ich mir craften. Ich verbrauche, komm, ein Eisen verbrauche ich jetzt mal. Denn ich würde wirklich gerne mal. Das würde ich jetzt wirklich gerne mal ausprobieren. Es ist doch bestimmt Nacht, oder? Nein, keine Nachtscheiße. Aber vielleicht läuft ja noch irgendwo ein Creeper rum oder noch mehrere Creeper. Denn ich brauche Schwarzpulver. Ach, in der Kiste könnten wir vielleicht auch noch irgendwo Schwarzpulver liegen haben. Ich glaube, es war bestimmt schon wieder in der Zwischenzeit Nacht gewesen. Deswegen, es kann ja sein, dass uns kein Creeper um die Ohren fliegt. Ich sehe doch schon, komm, ich gehe jetzt hier raus und dann macht's bumm, zischbumm. Ne, also hier noch nicht. Hier ist noch alles gut. Da hinten ist ein Creeper. Das ist gut. Also, du fieses Viech. Danke, dass du da bist. Ich brauche dich. Toller Reim, ne? So. Das ist die langweiligste Folge ever, glaube ich. Aber tut mir leid, wie gesagt. Muss ja auch mal sein. Wir müssen ja auch ein bisschen. Ist hier alles Minecraft PE.
So. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Das reicht, glaube ich, noch nicht an Schwarzpulver. Da hinten ist auch noch ein Creeper, den knüpfe ich mir auch noch mal vor. Und ich muss unbedingt, ja, den Sound leiser drehen, wenn ich das Let's Play rendere. Nein, nicht explodieren, nicht explodieren. So, das muss jetzt reichen an Schwarzpulver eigentlich. Dann hole ich jetzt noch mal kurz hier ein klein bisschen Sand noch dazu. Und dann werde ich wirklich mal einen TNT-Block schaffen und den mal explodieren lassen. Weil das habe ich in der Minecraft PE noch nicht gesehen. Ganz ehrlich, das habe ich echt noch nicht in der Minecraft PE gesehen. Also, ich gehe jetzt mal zum Haus zurück. Ich weiß nicht, wo soll ich den denn explodieren lassen? Irgendwo, wo es scheiße aussieht. Hier unten könnte ich den mal explodieren lassen. Ja, das könnte ich machen. Das muss ich jetzt mal eben testen noch, bevor wir die Aufnahme beenden. Das muss drin sein, diese Aufnahme. Das muss drin sein. So. Nee, hier war das TNT. Jawohl, TNT. TNT. Dynamite. TNT in der Minecraft PE. Muhahaha. So. Weil ich mich so drüber ärgere, dass wir kein Eisen gefunden haben. Also nicht so viel Eisen. Werde ich jetzt mal eben. Tut mir leid, ihr lieben Hühner. Tut mir sehr leid für euch, aber. Das muss ich jetzt mal eben kurz machen. Tut mir leid für euch, aber das muss ich jetzt mal eben kurz machen. Und. Yeah! Na gut, das waren jetzt auch Steine gewesen. Ich hätte das woanders machen müssen. Scheiße, ich bin so doof. Ach Mensch, ist jetzt auch egal. Dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Und dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, obwohl die Aufnahme so mega fällig und langweilig war und wir gar nichts geschafft haben. Aber ja, wie gesagt, beantwortet mir bitte mal die Fragen, was ihr so am liebsten jetzt hättet, was ich jetzt so die nächsten Folgen machen soll und wie ich das mit dem Eisen machen soll. Ob ich da einfach, wie gesagt, offscreen oder einfach verschnellern soll oder ob ich 10 Stunden aufnehmen soll, bis ich dann wirklich Eisen habe. Keine Ahnung. Schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal wieder raus und hoffe mal, dass die Folge 68, das ist jetzt ja 67, glaube ich, dass die Folge 68 spannender wird und nicht mehr so langweilig wird wie diese jetzt. Aber ich bin wieder da. Brandfernsehen ist back mit der Minecraft PE. Parallelstaffel kommt auch bald wieder. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und yo, ciao Leute, ne? Und ciao!